Ja, seitdem Markus Beindner zurück beim VSV ist, geht es mit dem Team ständig aufwärts. Markus, wie ist es möglich, dass ein Mann eine ganze Mannschaft so mitreißen kann? Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich bin in eine intakte Mannschaft gekommen. Ich habe gleich gemerkt, dass sehr viel Charakter da ist und die Mannschaft ist eigentlich nie auseinandergefallen. Sie hat immer zusammengehalten, wir sind als Einheit aufgetreten, speziell in der schwierigen Phase. Deswegen war für mich eigentlich klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir von unten wegkommen. Trotzdem, um auf dich persönlich zurückzukommen, man hört nicht selten, dass es der beste Beindner, der in Villach gespielt hat. Was sagst du selbst dazu? Ja, es ist erst Anfang von der Saison für mich. Ich habe, glaube ich, erst 15 Spiele gespielt. Es ist eine lange Saison. Ich bin natürlich überglücklich, dass es so funktioniert hat, dass man der VSV die Chance gegeben hat, wieder Eishockey spielen zu dürfen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir als Mannschaft kompakt auftreten und schön langsam uns den Top 6 nähern. Heute gleich ein ganz wichtiges Spiel, ein 4-Punkte-Spiel, so hat es Derek Damon bezeichnet, gegen dein Ex-Team. Wie viel Grad steckt noch in dir oder bist du schon völlig wieder ein Blau-Weißer? Ich glaube auch, wo ich in Graz gespielt habe, habe ich das Blau-Weiße nie ganz verloren. Ich glaube, wenn man einmal in Villach spielt, dann bleibt es immer in guter Erinnerung. Und das ist an und für sich meine neue Heimat, Villach, und deswegen hat es nicht allzu lange gedauert. Ja, ich habe noch sehr viele Freunde in Graz, aber ich bin Blau-Weiß durch und durch. Und die Fans lieben dich immer noch, als ob du nie weg gewesen wärst. Vielen Dank, Markus Beindner, und damit zurück ins Studio zu Gerhard.